I'm gonna give you. Ich gebe dir. A helpmate. Eine Hilfe. Now, if we go back to the Hebrew, wenn wir uns da das Hebräisch anschauen, the word is ezer. Dann heißt das Wort ezer. Here's what that word means. Das Wort bedeutet. It's used two times for women. Es wird zweimal gebraucht für Frau. It's used another three times for military assistance. Noch dreimal für militärische Hilfe. And another 16 times. Und 16 weitere Male. Asking God. Wenn man zu Gott betet, for military assistance. Dass er militärische Hilfe schickt. Which means, das bedeutet, you should marry someone that you can go into battle with. Du solltest jemanden heiraten, mit dem du in den Kampf ziehen kannst. And if you don't know how to go into battle with them, und wenn du nicht weißt, wie du mit der Person in den Kampf ziehen kannst, you will go to battle against them. Wirst du gegen sie in den Kampf ziehen.